Hat natürlich Vorteile, wenn man sich eben wie diesen hier, diese portablen Wasserfilter zulegen kann. Man kann aber auch sich das Wissen aneignen, wie man in der Natur überlebt oder wie man jetzt ohne Strom, ohne andere Sachen überlebt. Man kann sich auch primitive Wasserfilter selber bauen. Das Ganze filtert natürlich nicht mal halb so gut wie jetzt dieses Ding hier zum Beispiel. Aber es ist besser als nichts. Und es gibt auch andere Tricks, die man anwenden kann. Also man braucht nicht passiv sein oder sich passiv halten, wenn man keinen Cent übrig hat. Hier schreibt noch Mario, kannst du ein Buch empfehlen, in dem was über Merkels Stasi-Vergangenheit steht? Kannst du gute Bücher speziell über die Rockefellers und Rothschilds-Familien und deren kranke Verbrechen empfehlen? Also über Merkel, es gibt einige sehr, sehr gute Artikel, die ich gesehen habe. Bücher, fällt mir jetzt spontan keines ein, das sich jetzt nur mit Merkel beschäftigt. Aber ich glaube in diversen Artikeln, man muss einfach nur eingeben in eine Suchmaske, Angela Merkel, Stasi, Kassner, Stasi, der rote Kassner. Und dann denke ich, findet man gute Artikel, die auch dann, glaube ich, auf diverse Bücher verweisen. Also Daten gibt es sehr, sehr viele. Nicht nur Merkel, auch de Maizière und andere Leute, die jetzt top sind in der politischen Arena, haben alle eben diesen Hintergrund. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zu diesem Hinweis hier. Also ich denke mal, wer es sich leisten kann, ich denke, das Geld ist wirklich gut angelegt. Für einen Katadyn-Wasserfilter, wie gesagt, sobald wieder irgendwas ausbricht, wie jetzt in Australien, also sobald wieder irgendwas ist, oder Überschwemmung, Flut in Deutschland oder weiß der Geier was, dann sind die Dinger meistens sehr schnell ausverkauft, wie auch andere Artikel wie Gasmasken oder wie auch immer. Also wenn man es sich kaufen möchte, wenn wieder irgendeine Krise da ist, ganz egal, ob die Krise inszeniert ist oder real oder wie auch immer, der muss dann meistens immer warten oder kriegt nichts mehr. Teilweise sind die Lieferzeiten für die Geräte auch relativ lang geworden. Es ist also ein Pumpsystem. Man kann diese Geräte anschließen mit dem entsprechenden Adapter, der, glaube ich, mitgeliefert wird. Es gibt auch verschiedene Ausführungen. Man kann es dann anschließen an einen ganz normalen Wasserhahn, wenn man es denn möchte. Denn bei jedem Terrorfall, bei jeder krummen Regierungsaktion, bei nuklearen Problemen, Biochemiewaffen, die Trinkwasserversorgung ist immer bedroht. Und deshalb ist es immer sehr, sehr wichtig, oder die Frischwasserversorgung, wenn die mal nicht gewährleistet ist, ist unglaublich wichtig, selber Wasser filtern zu können und mit diesem simplen portablen Gerät hier ohne Strom, ohne Ausbildung, ohne irgendwas kann man hier einfach ich weiß nicht wie viele tausende Liter Wasser filtern. Ist ein Mehrstufensystem, also es hat diese Aktivkohle mit drin und dann läuft es durch diese teure Keramik. Wenn man das Keramikmodul eben irgendwann austauscht nach weiß ich gar nicht wie viel 1000 Litern, dann muss man dieses Ding nachkaufen. Besteht aus diesem ultra harten ABS-Plastik, also da kann man wirklich mit dem Auto anscheinend drüber fahren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die Dinger halten unglaublich viel aus. Es gibt auch noch eine teurere Variante, glaube ich, mit Metallgehäuse, da die Notwendigkeit zu besteht, denke ich, muss man für sich selber wissen. Also wie gesagt, das Gerät wird weltweit verwendet von Leuten, die auf Expeditionen gehen, Forscher, Militärs, Hilfsorganisationen. Also Leute verlassen sich auf Katadyn. Das ist, denke ich, einer der Top-Hersteller, wenn es um diese Geräte geht. Also das hier ist der Filter, das Filtergerät und was eben auch noch sehr, sehr populär ist, sind dann halt eben diese Möglichkeiten, Wasser dann, wenn man es gefiltert hat, auch haltbar zu machen. Denn man kann Wasser nicht einfach in einen Kanister stecken oder in einen Faltkanister. Die haben wir, glaube ich, auch
bei uns im Infokriegshop. Wir haben nämlich auch so ein Wasserpaket, da ist dann so ein Filter dabei, Faltkanister und Mittel zur Haltbarkeitmachung und so weiter, ein paar andere Zubehörteile. Und in diesem Set wird alles nochmal billiger. Und man kann dann eben das Wasser nicht nur filtern, sondern auch haltbar machen. Denn wenn man es einfach nur filtert und stehen lässt, wird es nach, ich weiß nicht, Tagen, Wochen, bilden sich über die Keime und schon kann man es nicht mehr trinken, ohne Durchfall und andere Sachen zu riskieren. Also man merkt mal wieder, wie labil der Mensch sein kann oder wie schwer das Überleben eigentlich sein kann, wenn man nicht entsprechend ausgestattet ist. Wir sind da nun mal leider verweichlicht in unserer heutigen Zeit und das ist auch beabsichtigt. Also wir geben jede Verantwortung ab an die Regierung. Das sehen wir auch dann gleich bei diesem Vorfall in den Vereinigten Staaten mit diesem Schützen, der halt 6 Leute ermordet hat. Die Bürger denken wie immer, oh, die Polizisten sind wie Zauberei, wie Magie immer da, wenn wir sie brauchen. Und das ist halt eben blanke Illusion. Also hier habe ich gerade Mikropur von Katadyn, auch ein Schweizer Produkt. Das ist jetzt auf Chlorbasis und Silberionen. Wir haben auch Produkte im Shop, die nur auf Silberionen basieren. Und denn wie gesagt, Chlor ist jetzt nicht, sage ich mal, das Nonplusultra in vieler Hinsicht. Aber hier sieht man halt eben dann diese Packung, die kostet auch nicht sonderlich viel und man kriegt hier halt eben dann, glaube ich, genug für also 3 Tropfen auf 1 Liter. Und wir haben hier wie viele Milliliter? Sollte ja nicht draufstehen. Wie auch immer, auf jeden Fall. Wie gesagt, gibt es halt eben das hier auf Chlor- und Silberbasis. Und dann eben, glaube ich, das Mikropur nur auf Silberionenbasis. Und auf die Art und Weise kann man auch eine Situation überstehen wie jetzt in Australien. Und wie gesagt, sowas kann immer auftreten. Man sollte, denke ich, vorbereitet sein. Wir sind auch gerade dabei, unsere Vorräte aufzubrauchen, die jetzt nicht ewig haltbar sind. Also wir haben nicht nur lagerfähige Spezialnahrung, sondern auch reguläre Sachen. Aber wie gesagt, die sind 9 bis 12 Monate haltbar und irgendwann muss man sie aufbrauchen. Das hier zum Beispiel hält Minimum 10 Jahre. Unter besseren oder halbwegs brauchbaren Bedingungen hält das 20 bis 25 Jahre. Man kann es also auf jeden Fall nutzen. Es ist diese Spezialnahrung von Innova. Hier habe ich gerade eine Dose mit Chili con Carne und wir haben hier diese kompakte Einheit hier. Also wirklich jeder Funken Wasser wurde hier rausgezogen und jeder Sauerstoff, der drin war, wurde mit, glaube ich, Stickstoff ersetzt. Das heißt, das macht es so lange haltbar. Wir haben hier hochwertige Zutaten, kein Gentech, keine künstlichen Geschmacksstoffe. Ich sehe hier keine. Sehr hoher Nährwert und wenn man das Wasser entsprechend hinzugibt, macht man aus dieser Packung 2,5 Kilogramm Chili. Wenn man das kombiniert mit, was ich BP5 und anderen Sachen, dann kriegt man hier eine sehr, sehr brauchbare Ernährung. Und vor allem auch eine Ernährung, die schmeckt, denn wenn man sich jetzt nur von trockenen Sachen ernährt oder halt nur von sich der einen Sache, die man lagert, dann spielt das schon mal Spielchen mit deinen Nerven irgendwann. Und hier hat man, sag ich mal, mit geringstmöglichem Aufwand einfach warmem Wasser, also es muss, oder heißes Wasser, es muss nicht mal wirklich. Also man muss das Zeug nicht durchkochen, es ist bereits fix und fertig. Es soll heißt hier ein kochendes Wasser einrühren und circa 10 Minuten ziehen lassen. Wir haben auch diese Sturmkanne, glaube ich, im Infokriegshop. Da kann man mit allem Brennstoff, also alles, was irgendwie brennt, kann man ein heißes, kochendes Wasser hinkriegen und man kriegt hier eine vollwertige, richtige Mahlzeit. Nicht einfach bloß irgendwie Dosenbrot, das einem sehr schnell zum Hals hinaushängt. Also, kommen wir zu dem Vorfall im US-Bundesstaat Arizona. Und ich habe hier so die wichtigsten Stories zusammengetragen. Also wir haben diesen verrückten, schizophrenen, paranoid-schizophrenen Typen.
namens Jared Lee Loughner und er eröffnete das Feuer auf eine Kongressabgeordnete und andere Leute, tötete ein junges Mädchen, glaube ich 9 Jahre alt war sie. Und erst stürzten sich die Medien drauf und sagten, ja, wir haben es euch gleich gesagt, die libertären Tea Party Leute werden zu den Waffen greifen und wahllos irgendwelche Menschen erschießen. Und dann kam raus, er las nicht nur Adolf Hitlers Mein Kampf, also einen nationalen Sozialisten, sondern er las auch Karl Marx, war begeistert, er war dieser typische kiffende Typ, der auch andere Substanzen missbraucht hat. Das habe ich ja auch in irgendeiner Story. Ja genau, er nahm auch Salvia divinorum, also eine Pflanze, die sehr, sehr krasse halluzinogene Effekte hat. Also er knallt sich die Birne voll, ist total paranoid schizophren. Wem auch das, es wurde auch das Foto von ihm veröffentlicht, als von seiner Festnahme. Er hat sich die Haare abrasiert, die Augenbrauen abrasiert und grinst in die Kamera. Also haben wir festgestellt, er ist ein kiffender, linksliberaler, marxistisch-sozialistisch veranlagter Verrückter und kein konservativer Tea Partier. Umfragen zeigen, die meisten Amerikaner glauben nicht, dass die sogenannte rechtskonservative Rhetorik verantwortlich war oder ein Einfluss war. Und jetzt haben wir hier ein Video von AP, das spare ich mir jetzt, glaube ich, weil irgendwie zeigt er hier meine Videos nur gestaucht an. Ein Video von Associated Press, wo dann der Vater eines Highschool-Freundes von dem Täter sich äußert und er sagt dann, der Täter Jared Lee Loughner guckte unter anderem Loose Change, die 9/11-Aufklärungsdoku von Dylan Avery, Jason Burmes und Corey Rowe. Alex Jones war von den späteren Teilen Produzent von Loose Change. Zig Millionen Leute haben ihn gesehen. Und nun wird halt eben befürchtet, dass es heißen wird, okay, er war ein 9/11-Verschwörungsspinner und nun müssen wir aufpassen, denn diese Leute sind gefährlich. Alle sind potenzielle Täter. Und eigentlich sollten wir solche Sachen verbieten. Also wir warten noch auf diese Propaganda. Dann heißt es hier, Mr. Loughner war ein Bilderbuch paranoid Schizophrener. Und das sage nicht ich oder das sagt irgendein Laie, sondern das sagen unter anderem Dr. E. Fuller Turry, also ein angesehener Psychiater. Und er äußerte sich gegenüber AP und dann habe ich hier noch irgendwo eine Story gehabt von Salon Magazine, ein Interview, wo der Typ auch sagt, also ich stelle normalerweise keine Ferndiagnosen, aber bei dem Typen ist es eindeutig, es gibt vielleicht eine Chance von 1 zu 100, dass er irgendwas anderes hatte. Es gab ja auch immer wieder Mind Control Attentäter, also Leute, die halt eben bombardiert wurden, deren persönliche Psychiater Verbindungen hatten zu CIA-Projekten, das gab es auch, aber es gibt auch eben solche ganz normalen Paranoid-Schizophrenen. Entweder ist es genetisch oder die Leute entwickeln halt durch Drogenmissbrauch und andere Sachen ihre Störung. Und die Experten sagen, dieser Jared Loughner ist ein Bilderbuchfall. Die Art und Weise, wie er in seinen YouTube-Videos gesprochen hat und wie er grinst nach seiner Verhaftung, nachdem er ein 9-jähriges Mädchen erschossen hat, Bilderbuchfall. Und dann haben wir den Vater des getöteten Mädchens, John Green. Und es hieß ja von allen Seiten, oh, was für eine Ironie. Die Politikerin, die angeschossen wurde, war eine Befürworterin des Rechtes auf Waffenbesitz. Also das Grundrecht eigentlich des Menschen, sich selber zu verteidigen. Die grundvernünftige Feststellung, dass die Polizei nicht immer magisch überall auftauchen kann, wo sie gebraucht wird. Wenn ein Verrückter, ein Vergewaltiger, ein Paranoid-Schizophrener in dein Haus einbricht, du liegst in deinem Schlafzimmer oben im Obergeschoss und du hörst unten, wie jemand einbricht, dann interessiert sich der Täter einen Scheißdreck dafür, ob du jetzt linksliberal oder rechtskonservativ wählst. Das ist nicht wirklich von Belang, sondern es ist eher von Belang, ob du eine Schrotflinte mit 8-Ball-Munition im Schrank hast oder nicht. Also diese ganze Politisierung, oh, das ist links, das ist rechts, vergesst diesen Mumpitz, okay? Es geht darum, hat ein Mensch das Recht, sich zu verteidigen oder nicht?
Also ich könnte jetzt das Video zeigen, ich glaube, das spare ich mir jetzt.